Kapitel 8 – Der Weg hinaus. So, könnte gut sein, dass es das letzte Kapitel ist, Freunde. Wir haben nämlich eine Herausforderung vom Tod bekommen. Und zwar müssen wir unter Beweis stellen, dass er gebraucht wird. So, ich komme auch hier nicht aus dem Raum raus, also aus dem Haus. Da sind wir einfach drin. Was gibt's denn hier noch? Da haben wir eine Batterie gefunden. So, die Batterie. Ah, die Batterie können wir dem... Er ist weg. Aber dafür ist eine Kassette da. Ah, ne, ein Fotofilm. Hier hat ja der Roboter gesessen. Im letzten Kapitel. Und hier können wir natürlich auch wieder aufmachen, also brauchen wir wieder den Griff. Aber es gibt halt auch hier wieder neue Sachen, ne? Möglicherweise. Wie sieht's denn hier aus? Damit kommen wir wieder ins Basement. Aber hier kommen wir auch nirgendwo raus oder da ist auch sonst nichts zum Mitnehmen oder sowas. Das hier war auf jeden Fall das Kinderzimmer. Ich würde irgendwie gerne durchs Fenster raus, aber keine Ahnung. Das funktioniert nicht. Hier gibt es auch kein Entkommen. Vielleicht kriege ich das hier irgendwie anders auf. Ich weiß es nicht. Ne, sieht nicht so aus. Ist aber das Einzige, was ich jetzt hier im Moment gefunden habe, bei dem wir irgendwas machen können. Wo mache ich denn die Batterien hin? Vielleicht kann ich die im Moment noch gar nicht verwenden. So, aber hier... Ach, da liegt doch was. Was ist das denn? Eine Nase. Alter, eine Nase. Himmel, wo mache ich denn die Nase hin? Muss ich vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten hier finden. Bevor wir weiter können. Ja, so sieht das aus. Die Nase. Hat wohl einer Lepra. Die Nase verloren. Wie oft habe ich jetzt schon auf diese Kackpuppe drauf gedrückt? Es geht einfach nicht weiter. Aber ich gebe nicht auf. Ich habe eine Batterie, eine Nase und einen Fotofilm. Das hängt so wahnsinnig zusammen und bringt mich auf absolut keine Idee, was ich damit machen kann. So, hier in dem Schlafzimmer, das ist alles nichts, dass da... Aha. Zur Klippe, da waren wir schon. Hey. Eine peinliche Situation. Manchmal habe ich Träume, in denen ich zu meiner Kindheit zurückkehre. Das ist komisch. Ein erwachsener Mann, der von der Schule träumt. Ich wünschte, ich könnte meine Eltern wiedersehen. Ich vermisse sie sehr. Anfangs war es schwer, aber die Zeit heilt alle Wunden. Nun habe ich meine eigene Familie, die auf mich zählt. Deswegen würde ich gerne diesen Ort verlassen. Wir müssen den Tod irgendwie überzeugen, dass er uns rauslassen sollte.
Ich gehe zurück zum Krankenhaus. Vielleicht fällt mir ja was ein. Bis dann. Ja, geh du schon mal vor. Ich bleib dann noch hier auf dem Friedhof. Das hier war nämlich der Friedhof, wo wir in Kapitel 3 war es, glaube ich, waren. Wo ich mich gefühlt 10-mal verlaufen habe. Naja, das waren wahrscheinlich sogar öfter als 10-mal. So, hier ist das Portal. Und nicht durchkommen. Memento Mori. Hier die... hier war das gar nicht. Wo war das denn? Hier? Da kommen wir auch noch rein. Nach was suche ich denn jetzt eigentlich? Ist ja blöd, das da. Ich weiß gar nicht, wonach ich suche. Hier ist die dicke Frau immer noch. Scheiße, ich hab's schon wieder. So. Links lang, rechts lang, rechts lang. So, das ist neu. Da waren wir noch nicht. Gehen wir mal ins Haus rein. Dafür haben wir den Schlüssel. Den Fotofilm in den Fotoapparat, die Batterien in den Apparat und den Apparat nehmen wir mit. So. Können wir schöne Fotos machen. Aha. Der Balloon. Den haben wir jetzt vertrieben. Was bringt uns das? Da ist die Spinne. Krieg direkt eine verpasst. Oh nein, nein. Das ist mein Arm, oder? Die hat meinen Arm. Ich kann nirgendwo mehr. Ah doch. Die Spinne hat unseren Arm geholt. Ich habe euch gesagt, Spinnen. Ohne Witz, Spinnen. Ist ja nicht geil. Oh, jetzt sind wir wieder im Krankenhaus. Siehst du die Schlange nicht? Ja, du bist der Einzige. Aber ich habe keinen Arm. Lass mich in Ruhe. Okay. Oh, der PC. Hey, ich sehe, dass du einen Fotoapparat gefunden hast. Mach ein paar Fotos von leidenden Menschen. Es ist ein perfekter Beweis für den Tod. Na, dann fangen wir mit dir doch mal an. Okay. Ja, du leidest. Kann ich ein Foto von dir machen? Nee. Hier kann ich Fotos machen. Guck. Oh, oh. Zwei leidende Menschen habe ich schon mal fotografiert. Dann haben wir besetzt. Hau ab! Der Typ geht mir auf den Sack, aber wenn er hier unten ist, dann ist er oben nicht mehr, ne? Oh, da ist noch einer. Dann gehen wir... Oh, hallo! Schwester! Oh, da sitzt auch noch einer. Ach, das ist der, dem wir das Auge ausgestochen haben? Bestimmt. Hast du ein paar Bilder gemacht? Warte hier, ich entwickle sie derweil. Ach, das war's schon. Das waren schon alle, okay. Soll ich jetzt hier warten? Nee. Wir gucken uns jetzt erstmal wieder um. Hier kann man nicht mehr raus. Fenster kann man nicht mehr zumachen, okay. Oh, 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 oh. Da hat einer geschrien. Wo denn? Hier. Oh, da sind auch noch welche. Guck mal. Ich hätte ja noch viel mehr Bilder machen können. Ach, okay. So, hier ist nichts. Wir können mal nach oben auf dem Dach gucken, ob da noch vielleicht... Ja.
Ich muss. Er kommt näher. Ein Türgriff. Nein. Das gibt's ja nicht. Komm, öffne die Tür. Ich glaube, das funktioniert nicht. Okay, dann halt nicht. Aber hier ins Bad können wir. Immer noch ein Tor abgespült. Und Wasser angedreht. Shit. Hier geht was ab. Hier brennt's oder so, keine Ahnung. Hier ist nichts mehr. Okay, euch geht's auch nicht gut. Dem einen, ich kann auch keinem eine Nase geben. Da ist er. Wer ist das denn? Der kommt, der Riese kommt. Wo ist denn der Junge mit den Bildern? Komm schon. Scheiße, ich muss das hier, glaube ich, wirklich weiter probieren, oder? Bin mir nicht sicher. Ich mach's irgendwie falsch. Scheiße, wieso kriege ich denn die Tür nicht auf? Zu blöd zum Tür öffnen. Okay, dann nehme ich ihn halt mit. Machen wir anders rein. Es ist zu spät. Was ist hier los? Sollte nicht so sein. All diese leidenden Menschen. Ich muss dies beenden. Ich sah andere Menschen wegen dir leiden. Bereite dich vor. Und das, liebe Runde, war das Ende. Das war das Ende. Das war zumindest das schlechte Ende. Also es gibt ja noch anscheinend zwei weitere Enden. Ich weiß aber noch nicht, ob wir uns die anschauen. Also in diesem Sinne... Gute Nacht und angenehme Träume.